mehr Teilhabemöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger entstehen, wenn sie mehr Entscheidungen im Energiesystem treffen können, zum Beispiel zu Stromtarifen, die ihren eigenen Stromverbrauch dann auch netzdienlich mit dem Energiesystem verknüpfen. Also dass sie immer dann Strom verbrauchen, wenn viel Energie erzeugt wird und wir das auch netzdienlich prognostizieren und ins Netz integrieren.